Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute eine ganz süße kleine Tasche oder so eine relativ schnell gemachte Box, die natürlich auch ganz super wäre für ein kleines Osterkörbchen. Und ihr seht schon, ich habe die jetzt in zwei verschiedenen Varianten gebastelt. Also ihr könnt die mit so einem abgerundeten Rand machen oder eben mit so einem eckigen Rand. Und ihr könnt die komplett nach euren Wünschen in der Größe verändern oder gestalten. Ihr könnt die kleiner und größer machen. Ich sage euch jetzt mal kurz, was diese zwei Boxen für Maße haben. Also diese Box hat das Maß ungefähr 7x7 cm und die hier ist, glaube ich, noch ein kleines bisschen größer. Ne, die ist genau gleich, auch 7x7 cm. Und ich habe zwar jetzt leider keine Ostereier oder was Süßes da, aber da passt, glaube ich, schon ein bisschen was rein. Also die sind relativ groß, würde ich sagen. Und ich finde eben diese Form total süß. Die schauen ganz luftig und locker aus und durch das, dass die hier so nicht so eine typische Boxenform haben, sondern eben offen sind an der Seite ein bisschen. Ja, es ist, glaube ich, auch ein bisschen was Besonderes. Und ich finde die total süß und zeige euch jetzt, wie es geht. Und ihr habt, wie gesagt, die Möglichkeit, das in jeder erdenklichen Größe nachzugestalten. Ich habe das Ganze jetzt so gemacht, dass ich das mit Stanzformen gebastelt habe. Ich habe jetzt hier die Stanzformen Basics mit Pep ausgewählt. Die hätten diese Bestellnummer, falls ihr die braucht. Und ich habe die eine Box eben mit den Viereck, also mit den Quadraten gemacht und die andere Box mit den Kreisen und habe mir mit den größten Kreisen und mit den zweitgrößten Kreisen und genauso auch mit den größten und mit den zweitgrößten Quadraten verschiedene Formen ausgestanzt. Ihr braucht von den großen Kreisen 4 Stück in eurer Farbe, wo ihr gerne basteln wollt. Und ihr braucht von den kleineren Kreisen, das ist eben genau eine Nummer kleiner, 3 Stück. Als Designerpapier habe ich jetzt hier genommen das Designerpapier Fabelhaft Floral. Das hat diese Bestellnummer. Das ist mein Lieblingspapier zurzeit und wird ständig benutzt. Und ist einfach so schön frühlingshaft und frisch. Wie gesagt, ihr habt da bestimmt schon einiges gesehen und es kommt auch noch einiges davon. Und meine Grundfarbe ist jetzt hier eine alte Farbe, das ist jetzt Flieder. Ich finde, das passt ganz gut. Da schaut ihr einfach, was zu eurem Papier passt. Und dann nehme ich noch ein bisschen grundweißes Papier. Ich habe da immer das Grundweiß extra stark zur Dekoration. Genau. Und das stanzt ihr euch einfach aus. Wie gesagt, die größte und zweitgrößten Formen, beide bei Rechtecken und auch bei den Kreisen. Und wenn ihr größere Boxen haben wollt, dann macht ihr größere Kreise. Und wenn ihr kleinere Boxen haben wollt, dann macht ihr kleinere Kreise. Und dann falzen wir uns einfach alle 4 großen Kreise einmal in der Mitte zusammen. Die habe ich einfach so übereinander gelegt und einmal gefalzt. Dann habe ich 4 Stück und bei den kleinen Kreisen habe ich 2 in der Mitte so zusammengefalten und eines lasse ich ganz. Und ich habe hier, glaube ich, einen zu viel, den lege ich mir mal auf die Seite. Genau. Und dann bauen wir uns zuerst mal die Grundbox an. Anni, eine Sache habe ich noch. Ich habe noch 2 Streifen. Das ist einfach Restpapier bei mir gewesen. Das hat 21 cm in der Länge und 1 cm in der Breite. Und da habe ich mir einfach die jetzt mal so zusammengelegt, dass ich so eine kleine Markierung in der Mitte habe. Einfach mal einmal mittig gefalzt sozusagen. Also nicht ganz nachgezogen, aber so einen kleinen Knick reingemacht, dass ich weiß, wo die Mitte ist. Das sind dann unsere Henkelchen. Die habe ich auch noch. Und dann fangen wir mit der Grundbox an. Das heißt, ich nehme diese 4 größeren Kreise, die ihr ausgestanzt habt, und lege mir die jetzt einfach mal so hin und baue mir jetzt hier so ein schönes Quadrat. Ich nehme euch da, glaube ich, noch ein bisschen näher hin. Mal schauen. Ich lege mir das jetzt nur einmal ordentlich an. Also. Ups. Ich glaube, man sieht es auch so schon ganz gut. Ich gehe aber noch ein bisschen weiter hoch. Also ihr seht ja, hier haben wir diese gerade Stelle und dann geht es hier so runter und hier so runter und dann baue ich mir hier einen Boden, indem ich das einfach alles ordentlich anlege, dass ich hier so einen schönen quadratischen Boden habe. Also hier versuche ich das möglichst ordentlich hinzulegen, weil ich mir da jetzt Markierungen mache, wo ich meinen Kleber aufbringe. Das könnt ihr auch lassen, den Schritt. Vor allem, wenn ihr es schon ein paar Mal gemacht habt, dann wisst ihr ungefähr, wo ihr den Kleber hinmachen könnt. Aber wenn ihr es das erste Mal macht,
oder so wie ich das zweite Mal. Bei dem viereckigen braucht man es gar nicht, aber bei diesen mit den Kreisen zeichnet euch das ruhig ein bisschen an. Dann habt ihr hier diese Bereiche und wisst, wo wir jetzt da den Kleber hin machen müssen. Und ich nehme jetzt einfach den Flüssigkleber und mache mir da ein kleines bisschen Kleber drauf. Gehe auch nicht ganz an den Rand hin oder so, sondern einfach, dass es dann nachher ganz gut hebt. Aber nicht so, dass dann irgendwo was rausquillt. Lass es einfach so liegen und klebe es mir wieder zusammen. Ups, so nicht. Also das verruckelt da immer ein bisschen. Aber das kriegt man mit Flüssigkleber gut hin, weil das ist noch nicht gleich ganz fest, sondern man kann da immer noch ein bisschen ruckeln. Deswegen benutze ich da sehr gerne den Flüssigkleber. Ich bin ja auch ein bisschen zu weit reingegangen. Und mit dem Kleber kann man einfach noch ein bisschen arbeiten, auch wenn der schon leicht angetrocknet ist. Das kann noch ein bisschen weiter hoch. So. So kleben wir uns das einfach an und jetzt schnappen wir uns ja gleich noch ein Radiergummi und machen die Linien, die jetzt hier noch ein bisschen zu sehen sind, einfach nochmal weg. Und jetzt schnappe ich mir einfach ein Abreißklebeband, also ein doppelseitiges Klebeband und mache mir ungefähr augenmaßmäßig genau in die Mitte von meinen äußeren Bögen ein kleines bisschen Klebestreifen hin. Ich gehe da nicht ganz runter und ich gehe auch nicht ganz hoch, sondern einfach so mittig, möglichst gerade und möglichst ja, zentral in diesen Kreisform. Und da kann ich mir jetzt schon mal zwei abnehmen. Oder eigentlich kann ich mir die ganzen Schutzfolien abnehmen, die da drauf sind. Und leg's mir mal noch kurz auf die Seite. Ich habe jetzt hier noch meine Henkelchen und da habe ich ja gesagt, die habe ich in der Mitte schon mal so zusammengemacht, dass ich ungefähr weiß, wo die Mitte ist. Und auf eines der beiden mache ich auch noch in die Mitte über diesen kleinen, über meine kleine Falte sozusagen, meine Falzlinie, so ein bisschen doppelseitiges Klebeband, weil das klebe ich mir dann auch noch ein bisschen zusammen. Also einfach nur so ein bisschen. So. Und jetzt nehme ich diesen, den ich mir mit diesem Kleber markiert habe und lege mir den einfach schon mal hier auf eine meiner Seiten auf. Ist jetzt egal welche. Und ihr seht auch hier, ich gehe da nicht ganz runter, sondern ich bleibe schon so. Und lasse den jetzt hier einfach so kleben. Und den anderen, den mache ich mir einfach eins daneben hin. Das ist dann einfach, sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber ihr werdet gleich erkennen, warum ich das gemacht habe. Jetzt schnappe ich mir noch meine Bögen, die ich mir einen in der Mitte gefalten habe und schneide mir die einmal auseinander. Genau an der Falzlinie entlang schneiden am besten. Und da habe ich zwei Stück davon. Die können wir uns jetzt nämlich schon mal draufkleben, zumindest auf zwei Seiten. Ich möchte also die schöne farbige Seite vorne haben, deswegen drehe ich mir die alle schon mal um und mache mir da schon ein bisschen Kleber auf zwei Stück. Weil ich finde, im flachen Zustand kann man die noch leichter aufkleben, wie wenn man es dann schon zusammengebaut hat. Und wir haben ja jetzt hier schon diese beiden Laschen hingeklebt, also diese beiden Henkelchen. Deswegen können wir das hier so im flachen Zustand gut draufkleben. So. Und jetzt bauen wir es uns sozusagen zusammen. Und das mache ich nur, indem ich es umdrehe. Und jetzt muss ich nur darauf achten, dass ich die Lasche, wo dieser Kleber drauf ist, zuerst auf meine andere Seite klebe. Die mache ich mir hier zuerst drauf. Einfach an diese Stelle, wo schon das Abreißklebeband ist. Dann kommt die andere Lasche drüber. Und die wird jetzt einfach hier oben noch so ein bisschen draufgeklebt. Und da orientiere ich mich einfach auch daran, da ich ja schon dieses Klebeband da dran habe, dass meine Falzlinie, die ich mir da drauf gemacht habe, so ein bisschen in der Mitte ist. Und dann weiß ich, dass das ungefähr von der Proportion gut passt und kann das hier dann noch schön ankleben.
auf der anderen Seite. Und so wird diese Tasche gehalten. Und ich finde es so schön, dass das hier... Also ich habe erst überlegt, ob ich innen so einen Rand reinbasteln möchte, dass es wirklich so zu ist. Aber eigentlich finde ich gerade dieses offene, diese offenen Ecken machen das Ganze so leicht und fluffig und schön, finde ich. Also das ist so ein bisschen das Besondere auch an dieser kleinen Tasche. Und dann kann ich auch wirklich einfach nur noch die restliche Deko da drauf bauen außenrum. Das ist hier die, das Designerpapier noch einmal außenrum bauen. Und wir haben jetzt noch einen Kreis dann übrig. Den habe ich mir einfach noch innen reingebaut. Das müsst ihr nicht machen, weil das sieht eigentlich auch schon sehr schön aus, finde ich. Aber es macht sich halt farbig auch nochmal ganz hübsch, wenn da auch noch was Kleines drin ist, finde ich. Den hätte man jetzt auch vorher schon reinkleben können, wo das noch flach war. Aber im Nachhinein geht es auch nochmal, kommt das schon noch ganz gut hin. Jetzt einfach nochmal so ein kleines bisschen Farbe innen rein basteln. Und hier könntet ihr auch die große Form nochmal ausstanzen. Also ich habe jetzt hier die kleinere gemacht. Und bei meiner ersten Verpackung habe ich die große gemacht. Das geht genauso, was euch besser gefällt. Das ist Geschmackssache. Genau, und so ist diese kleine süße Verpackung eigentlich schon fast fertig. Wir brauchen ein bisschen Deko noch. Und da habe ich mir dieses süße Osterhasen-Set ausgesucht. Heißt auch Osterhase, da gibt es auch eine Stanze dazu. Also das wäre die Bestellnummer für das Stempelset. Und zu diesem Hasen gibt es eine Stanze. Und da ist auch ein süßer Spruch drin, was Kleines zum Mümmeln. Ich finde ihn so süß und der passt immer, also nicht nur so Ostern, sondern den kann man immer verwenden. Und den anderen Osterhasen, also ihr habt ja den Vergleich, ich habe die jetzt mal beide gemacht. Den hätte ich vielleicht mit ein bisschen Rand auch ausschneiden können. Das gefällt mir hier besser, hier ist halt die Stanze gewesen. Und wenn ich den nochmal machen würde, würde ich den ein bisschen mit weißem Rand ausschneiden. Aber das ist auch Geschmackssache. Und ich stanze mir jetzt aber, damit es fürs Video nochmal ein bisschen schneller geht, den Hasen jetzt aus. Also den anderen habe ich einfach mit der Hand ausgeschnitten. Das geht ganz genauso. Ich stempel mir den jetzt nur mal mit Memento auf. Das hat diese Bestellnummer. Und stempel mir den hier einfach mal hier hin. Und ich habe eben noch diesen süßen Spruch, was Süßes zum Mümmeln. Und ich nehme jetzt hier für diese Verpackung Brombeermoos als Stempelfarbe. Das ist passt wieder perfekt auch zum Papier. Das stempel ich mir hier so schön auf. Und das werde ich jetzt noch ausstanzen. Da hole ich mir jetzt kurz die Stanzmaschine ins Bild. Und genauso wie ich jetzt das hier ausstanze, stanzt ihr euch, wenn ihr die Stanzformen in Kreisform habt, auch diese Kreise aus. Also das müsst ihr auch nicht machen, wenn ihr das Ganze mit einem Zirkel macht, geht es ganz genauso. Diese Verpackung kann man wirklich auch nachbasteln, wenn man keine große Bastelausrüstung hat oder wenn man sagt, ich möchte für meine Mama oder für meine Großeltern was basteln und habe halt einen Zirkel, dann mache ich mir halt 4 Kreise oder 5 Kreise mit dem Zirkel und stelle den auf verschiedene Größen ein, dass ich die andere Größe auch noch habe. Genau. Wenn ich mir das einmal durch die Maschine durchkurbel, kommt es schon schön raus. Das Besondere an den Kreisen, die ich ausgestanzt habe, ist einfach halt auch, dass die diese bestickte Umrandung haben, so wie jetzt auch dieses Schild hier. Das ist halt einfach hübsch und nochmal ein kleines Hinguckerle. Aber wie gesagt, das geht auch ohne. So. Also, hier sieht man das nochmal, dass die alle bestickt sind natürlich. Aber so. Jetzt wird noch ein bisschen gemalt. Ich habe mir hier einfach Aquarellstifte rausgesucht in Brauntönen, dass es halt zum Häschen passt. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich tue die nur so ganz leicht ausmalen. Also gar nicht fest aufdrücken, sondern nur so ganz leicht. Ich habe jetzt hier so ein bisschen einen hellbraunen Ton. Und ich male die auch nicht richtig schön aus. Also ich tue da nicht so richtig schön zeichnen oder so, sondern ich lasse da auch ein bisschen Abstand. Ich nehme jetzt noch den dunkleren Ton, so einen dunkleren Braunton. Also Abstand meine ich, ich zeichne das nicht perfekt aus, sondern es ist
Man sieht schon noch diese Malstriche manchmal. Schwänzchen könnte man auch heller machen, gell? Schwänzchen machen wir eine Mischung. So, und ich habe gedacht, der kriegt einen grünen Augenpunkt. Und sieht ganz süß aus. Und ihr seht, es also ist nicht perfekt ausgemalt, weil ich nämlich jetzt immer noch ganz gern die Mischstifte benutze. Die haben zwei verschiedene Spitzen und ich finde es immer schön, wenn ich mit den Mischstiften zuerst in die helle Farbe gehe. Das vermischt es so ein bisschen, macht es so ein bisschen weich und gleichmäßiger. Und dann so ein bisschen auch in die dunkle Farbe. Und dann wird es so ein bisschen gemischt, wie es schon sagt, und ein bisschen schöner einfach. Da muss man sich beim Ausmalen nicht ganz so viel Mühe geben. Noch das Öhrchen noch ein bisschen. Und die Farbe streiche ich mir dann einfach danach raus und kann den Pinsel immer wieder benutzen. Dann ist es so ein bisschen mehr künstlerisch schön. Und jetzt schnappe ich mir die Hasenstanze und stanze mir dieses zuckersüße Häschen einfach einmal schön aus. Ich finde, das ist ein ganz tolles Set. Und jetzt wird das Ganze dann hier hingebastelt. Was ich noch gemacht habe, weil ich es einfach so schön fluffig finde, ist, ich glaube, es gibt es nicht mehr, aber wir hatten so ein Band und ich mag das wirklich gern. Es hat so Punkte drauf, ist so durchsichtig mehr oder weniger, so ein bisschen benetzt. Und wenn ich was bastel, was ein bisschen fluffig sein soll, dann benutze ich das sehr gerne. Und das binde ich mir einfach einmal hier oben um den Henkel rum. Passt auch fast überall dazu, weil es halt weiß ist, gell? Und dann habe ich so ein bisschen im Hintergrund von der Schrift so ein kleines zartes Band. Dann nehme ich mir einfach so einen einen Abstandskleber, da habe ich noch so Reste. Und so ein Bastelset war das. Klebe mir einfach darunter dieses Pad und mache mir da schon mal meinen Spruch hin. Und dann kriegt der Hase auch noch ein paar Ränder und kommt hier unten drauf. Ich fand es lustig, dass er so ein kleines Männchen da machen kann. Und schon ist die Verpackung zuckersüß und fertig zum Befüllen. Also die ist wirklich einfach, relativ schnell gemacht. Das Stanzen ist so ein bisschen die meiste Arbeit und so ein bisschen die Deko machen. Und wie gesagt, ihr könnt es in eckig machen oder in abgerundet. Und ich finde alle Varianten total hübsch und total süß. Und ihr könnt es natürlich auch nicht zu Ostern machen, sondern zu einem anderen Thema. Also macht da gerne ein Eis drauf oder was anderes Süßes. Eine Biene, wir haben ja diese süßen Bienen, ich darf es euch noch nicht zeigen, aber die kommen bald. Also die könnten auch super drauf passen, einen Schmetterling, eine Libelle, und schenkt es einfach über das ganze Jahr verteilt her. Es ist einfach süß auf dem Tisch für eine Freundin, für einen Freund, vor die Haustür, Arbeitskollegen, egal für wen. Und ja, ich glaube, das ist immer süß und ich finde die ganz knuffig und hoffe, euch gefallen sie auch. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Ich blende euch jetzt auch noch ein paar Videos ein zum Weiterschauen. Da ist hoffentlich was Schönes für euch dabei. Ich freue mich auf euch auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und wünsche euch eine gute Zeit und kreativiert was Neues. Die kleinen Hasen. Bis bald. Tschüss.